Der Kommissar geht um. Oh, 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 oh. Der vor mir denkt, ich bin behindert. Ich bin es auch. Ui, 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 ui. Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Nadine, hallo. Hallo. Nadine hat Müll in ihrem Motorrad. Wieso ist dein Motorrad so aufgeräumt und sauber? Kann damit was passieren, wenn da Papier drin ist? Ja klar, das Motorrad kann anfangen zu brennen, weil weiß auch jedes Kind. Ich fahre zu Luisa, Nadine fährt einfach mit und weil sie ein bisschen fahren will und fährt dann wieder zurück auf halber Strecke. Was mache ich damit? Nein, Nadine, das macht man nicht. Nadine macht Umweltverschmutzung. Ja, wo soll ich dir das denn jetzt hinpacken? Ich hab schon das Thumbnail für das Video. Nach ein paar Sekunden. Nadine verpestet die Umwelt. Ey. Mäh. Der hat gegrüßt. Nadine, dein Auspuff ist dreimal, viermal so groß wie meiner. Okay Leute, let's go! Was ist das denn? Marco, was ist da los? Habe ich nicht mehr genug Benzin? Warte mal. I don't know! Alter! Der ist aber am Poltern. Oh, der Reserveleuchte ist nicht schon angegangen. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich hatte schon 200 Kilometer auf der Uhr. Jetzt müssen wir sofort mal an der Tankstelle anhalten, sonst komme ich nicht mehr weit. Richtig! Die kennt mich. Ja, ich hab schon, die haben mich schon so angeguckt. Hallo, einmal die 1. Hat der Bierwäsche auf der Karte? Nee. 17.09 Uhr. Tschüss, schönen Tag noch. Danke. Was? Cool. So, fertig getankt, wir fahren weiter. Ey, so witzig, einfach mal, keine Ahnung, ein paar Minuten nur am Fahren, direkt trifft man welche, die einen kennen. Geil. Also Grüße gehen raus, wenn ihr das Video seht. Pfiou, moin. Zack, 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 zack. Ach so, nee, das habe ich noch nie gehört. Wo haben Sie das gehört? Bei Carbacue. Ach so, bei Carbacue? Nee, nee, der lügt. Ist ein Lügner, dieser Carbacue.
hatte letztens einen übelst geilen Weg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft der aber rot. Fuck life! Du Gangster! Du Gangster! Er guckt so. Vorhin hat er das gehört! Ja, er hört Musik! Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh Mann. Der holt aber ziemlich weit aus zum Wenden, der Taxifahrer. Oh Mann. Der alte Typ auf dem Mofa, der verstand da keinen Spaß. Du, Nadine, du musst da Wash Me draufschreiben. Wash Me. Was? Du musst da Wash Me draufschreiben. Nein. Mein Motorrad ist doch nicht so laut, Leute, oder? Was meint ihr? Ist mein Motorrad zu laut oder nicht zu laut? Oder muss es noch lauter sein? Schreibt's in die Kommentare! Ach, was ich nur sagen wollte. Ich hätte einfach mal überhaupt nicht gedacht, ne? Es ist gerade Mitte Oktober. Und es ist einfach mal gerade so um die 20 Grad oder so, so. Beziehungsweise so perfekte Temperatur zum Fahren. Keine Ahnung, damit rechnet man im Oktober nicht mehr irgendwie. Aber ist doch geil. Das ganze Wochenende soll jetzt schön werden. Das Wochenende, das Video wird aber leider erst geschnitten, wenn ich... Hallo! Das Video wird erst geschnitten, wenn ich wieder zu Hause bin. Das heißt, dann ist das Wochenende schon um. Ja, so viel zum Thema schönes Wetter. Ja, kannst auch rüberlaufen. Die knallt. Die knallt, die Pengs, die knattertattertatz! Sind immer so geil, wenn ich vom Gas gehe. Beim ersten Gang ist das besonders krank. Junge, 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 Junge. Oma, vorsichtig. Vorsichtig. Du willst doch nicht geteilt auf der Straße landen. Nein, 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 nicht anhalten. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, go! Ja! Ja! Wir haben es geschafft, ohne anzuhalten. Yes! Victory! Die Leute bei der Arbeit nerven. Ja! Hallo! Der hat gewunken! Und das war ein Fahrschüler! Wie geil! Alter, das hätte ich mich in der Fahrschule überhaupt nicht getraut, Mann. In der Fahrschule immer so ein dezentes Nicken, so ganz leicht. Oder irgendwie so... Alter, wie läuft die denn? Hau, was... Junge, du blinkst aber sehr spät. Mein Freund, du blinkst aber sehr spät. Genau, in der Fahrschule, da habe ich höchstens so ein bisschen so einmal meinen Finger so abgehoben und der hat richtig gewunken. Mega witzig. Ich weiß, der hat das so gemacht, Mann! Ey, guck mal, als ich in der Fahrschule war, habe ich immer nur so, so. Oder so, so ein bisschen. Und der hat so. Vielleicht hat er einen coolen Fahrlehrer. Oder er war so verwirrt und hat einfach so schlecht an. Richtig nice. Ey, guck mal, der Hund hat da auch hinten gemütlich. Aber ich hab erst gekriegt und dann dass der Fahrschüler war. Nee, ich hab sofort gecheckt. Weil er so eine auffällige... Und dann habe ich so... Wenn jemand eine Weste anhat, ist der nächste Blick ist dann hinter das Motorrad. Ja.
Alter, die warten alle in der Waschstraße? Junge, da würde ich mich doch nicht anstellen. Gibt's da irgendwas umsonst oder so? Alter, so eine lange Schlange in der Waschstraße. Holy moly. Die Hälfte davon bei hinten an der Schlange stand bestimmt an, weil die denken, die Zapfsäulen sind so voll besetzt. Hey, das waren alles Autos bei der Waschanlage am Warten. Wieso? Da haben alle da gestanden. Ja, ja. Hey, merkwürdig. Es blendet so sehr, ich sehe die Ampel nicht. Oh, ich sehe die jetzt schon, ich mach so. Alter, das ist heftig. Ah. Nein! Und dann wirklich ab, voll konzentriert, voll auf die Ampel fixiert und dann einfach mal so abgewürgt. Mein Gott, ey, der hinter mir denkt sich jetzt so, oh mein Gott, was für ein Loser, Loser. Alter, ich bin richtig beschämt. Tja, Männer können sich halt nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Ist eben so, Multitasking, nee. Ja, sie hat's gemacht. Okay, Nadine ist abgehauen. Hui! Und ich fahre jetzt alleine weiter. Ey, cool, Kürbisse. Geil. Mo! Mo. Kür. Okay. Der Kommissar geht um. Oh. Der vor mir denkt, ich bin behindert. Ich bin es auch. Hui. So bin ich so behindert, so behindert, so behindert, so behindert war ich nie. Alter, ich bin richtig durch heute. Richtig durch. Aber so richtig. Boah, Alter, hier riecht's nach Scheiße, aber sowas von. Nicht die gute Art. Boah, uiuiuiui, da kriegt man ja Würgereiz. Ist ja nie mehr normal. So, ich bin jetzt gleich bei Luisa. Ich beende diesen... Alter, die Schatten haben mich gerade voll irritiert von den Fahrradfahrern. Ich beende den Motorblock an dieser Stelle. Oh, ich blinke die ganze Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motorblock, Leute. Haut rein. Tschüssi.